Im Workshop kann jeder Polybeam-Spieler Level hochladen, die er im Sandbox-Modus gebaut hat. Dieses Level habe zum Beispiel ich gebaut. Alter, oh, das ist ja mega geil. Insgesamt gibt es im Workshop 3500 Level und das hier sind die 12 Level mit den meisten Upvotes. Wir fangen direkt mit dem ersten an. Push the Push. Ich glaube, das Level ist ziemlich einfach. Dieser Wagen fährt als erstes und dieser fährt als zweites. Das heißt, wir können wahrscheinlich einfach eine gerade Straße hier rüber bauen. Zack. Und jetzt einfach nur noch, ja, ein paar Dreiecke darauf zimmern. Zack, 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 zack. Und jetzt noch hier ein paar Kabel spannen. Und ich denke, jetzt müsste das schon halten. Außer die Dinger sind jetzt wirklich ultra schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Polybridge spielen kann. Denn ich habe einfach seit Ewigkeiten kein Polybridge mehr gespielt. Oh, jetzt sieht es schon besser. Gut, einfach mehr verstärkte Straßen. Ja. Ja. Hä? Was passiert? Hä? Okay, easy. Nächstes Level. Ich glaube, das Level ist eigentlich ja auch kein großes Problem. Mal sehen, ob wir vielleicht jetzt einfach hier drauf so eine Brücke bauen können. Oh, kann er... Ich wollte schon sagen, das war aber ein bisschen tief für den kleinen Wagen hier. Gut, okay, damit Franz da nicht ertrinkt, brauchen wir dann wahrscheinlich noch eine bessere Konstruktion. Ja, das sieht gut aus. Let's go. Nächstes Level. Dieses Level hat einfach ganze 400 Likes und ich würde sagen, rein da. What the actual hell? Lol. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Level? Also abgesehen davon, dass ich hier gar nichts machen muss. Ja, und das einfach nur mega cool aussieht und ich sowas Krasses wahrscheinlich nicht bauen werden kann, ist das hier einfach mal ein Cybertruck, der mit viereckigen Rädern fährt und einfach durch diese riesen Metallkonstruktion, wie immer auch die funktioniert hier, einfach funktioniert. Kriegt ein Like. Kommen wir zum neuen besten Level. Wir haben hier nur eine Straße, das ist natürlich ganz klar, die kommen dahin. Und jetzt müssen wir diese Straße hier hoch befördern. Hydraulik. Das heißt, wir können hier theoretisch einfach so ein... Nee, oder? Wenn wir das da hoch befördern wollen. Ah, meine Hydraulik-Skills. Mal gucken, ob das funktioniert. Nö, nö, nö. Ja. Nein, was? Mein IQ ist zu klein für dieses Level, Digga. Junge, ist das einfach die geniale Hydraulik? Wow. Ist das einfach die geniale Hydraulik, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe? Ja, mein Gehirn ist riesig. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Das braucht man noch nicht mal, denke ich. Oh nein. Oh nein, ich habe es mir so aufwendig gemacht und es hätte so einfach sein können. Nächstes Level. Das nächste Level heißt But the Castle Spider, also... Das Auto ist eine Spinne. Lol, okay, der hat das einfach umgedreht. Das heißt, wir müssen hier so eine Brücke bauen, die hier die Straße hat. Lol. Das ist ja mal das verrückteste Level, was ich je gesehen habe. Hier so den Bums, damit es schön gleichmäßig ist. Würde ich einfach sagen, machen wir so, passen wir das hier in der Mitte noch an und... So. Junge, das ist das wildeste Level, was ich je gesehen habe. Und es funktioniert. Let's go. Oh, kommt er da? Oh, da wird's eng. Jawohl. Dafür gibt's ein dickes Like. Nächstes Level. Das hier ist jetzt das siebtbeste Level von ganz Polybridge. Wir müssen hier irgendwie so eine Rampe bauen. Oder sowas. Keine Ahnung, Alter. Wir probieren einfach mal... Auf random Basis hier einfach mal ein bisschen rum. Was ist denn damit? Ja, nee. Lustig wäre es eigentlich, wenn die Autos hier alle in so einen Tunnel reingeleitet werden würden. Da quetscht er sich. Au, oh, 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 langsam runter. Oh, okay, okay. Ah,
ich bin dumm. Nee, vielleicht doch nicht. Warte mal, das ist doch genius hier. Okay, und so einen Tunnel bauen wir jetzt hier einfach quasi für jeden Wagen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, jetzt ist nur noch die Frage, ob der gleich da vernünftig durchkommt. Bitte, komm, jetzt mach keine Faxen. Ja, let's go. Easy, komm. Jetzt bitte, nein, fall nicht falsch rum. Nein, 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 ja, ja, ja. Oh mein Gott. Jetzt zwäng dich da durch, Digga, großer Blauer. Komm, mach, nein, oh, doch. Ja, komm, gib Gas, Digga, gib Gas. Das sieht gut aus. Jawoll, das ist wohl die dümmste Art und Weise, dieses Level zu schaffen. Let's go. Junge, ich fühle mich so dumm, wenn ich diese Lösung angucke. Das sechstbeste Level in ganz Polybridge, Simple Elevator. Wir haben zwei Straßen und wir sollen einen simplen Aufzug bauen. So, das müsste die perfekte Diagonale sein. Dann können wir dasselbe auch da hinten machen. Hier ein Dreieck bauen. Das hier müssen wir noch verbinden. Und jetzt können wir, glaube ich, und den dann hier befestigen und da befestigen. Da bin ich mir jetzt wirklich gar nicht so sicher, ob das funktioniert. Nee. Oh, ey, Mann. Ey, was ist das denn? Ja. Oh nein, oder? Ja, doch, es funktioniert. Aber wir sind über dem Budget. Junge, ich verstehe selber nicht, warum diese Brücke funktioniert. Warte, wir müssen hier noch kurz unter das Budget kommen. Jetzt müsste es perfekt funktionieren. Junge, was ist das für eine 500 IQ-Brücke? Oh, was ein Prachtexemplar. Und da soll man noch mal jemand sagen, dass meine Kuh zu klein ist für vernünftige. Jetzt kommt das fünftbeste Level. Hier haben wir irgendwie riesige Hammer oder so. What? Okay, lol. Okay, okay, das haut da auf jeden Fall schon mal drauf. Jawohl, damit können wir schon mal den einen Hammer aufhalten. Okay, jetzt rollt schon mal nichts runter. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten nur noch eine ganz simple Brücke hinbauen. Ja, easy. 500 IQ, das war ungelöst. Ich fühle mich jetzt mal so dumm, wenn ich mir die Lösung der anderen Leute angucke. Junge, wie smart ist das denn einfach? Das viertbeste Level mit 775 Likes. Das ist das perfekte Level, um sich noch dümmer zu fühlen, als ich es eh schon tue. Okay, erst fährt der und dann muss nur die Brücke da hoch. Easy. Ah, wir haben nur eine Hydraulik. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. But not for me. Mein Gehirn glüht ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch maximal dumm, wie ich das hier gelöst habe. Und meine Berechnungen sagen, dass es funktioniert. Testen wir mal, ob meine Kuh einfach riesig ist. Ah, natürlich. Ah, ja, ich weiß doch, woran es liegt. Let's go. Easy clap, boys. Das ist falsch, oder? Ja. Guckt euch das an, Junge. Scheiße. Das ist nämlich die richtige Länge für die Hydraulik. Funktioniert perfekt. Da ist nichts kaputt gegangen. Junge, 1A-Brücke. Ich werde immer besser in Hydraulik. Das drittbeste Level. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Das sind auch nur 4 Meter. Aber ich denke, das Gewicht von dem Viech wird einfach enorm sein. Oh ja. Boah, Junge, guckt euch das an. Ist das nicht eine fancy Brücke? Wird sie das aushalten? Oh, wir sind schon fast am Maximalen. Ja, easy. Nächstes Level. Und dieses Level habe ich tatsächlich schon im Stream gespielt. Es ist eins der witzigsten Level, das ich je gesehen habe. Guckt euch das mal an. Sie haben alle dasselbe Gewicht und fahren einfach über diese Brücke rüber. Junge, was ist das für ein weirdes Level, Alter. Und jetzt pass auf, alle gleichzeitig. Bing. Okay, ich versuche mal, diese Brücke noch ein bisschen billiger zu bauen. Oh, oh. Was? Ich dachte, das funktioniert. Ja, man kann den hier noch ein bisschen kürzer machen. Gönn. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was? Oh mein Gott. Das ist es. Yes.
lol. Wir sind ganz knapp damit nicht auf der ersten Seite. Ich müsste unter 5637 kommen, damit ich auf der ersten Seite bin. Damn! Holy moly! Ja, easy! Platz 12, Junge! Und jetzt kommen wir zum bestbewertesten Level von ganz Polybridge mit ganzen 1500 Likes. Junge, rein da! Habe ich auch schon im Stream gespielt und ich bin gespannt, ob wir hier eine billigere Lösung finden, als ich sie bisher habe. Guckt euch das an. Man muss erst darüber springen, dann wendet der Wagen hier ganz komisch und dann muss man nochmal auf die andere Seite rüberspringen. Einer hat es mit 0 geschafft. Wie kann das denn kein Bug sein? Mit 0? Der darf halt nicht da so rauf smashen. Oha, oha, oha. Ohoho, das ist eine gute Lösung. Hier geht es jetzt zum Video, wo ich ein eigenes Custom-Level für Paluten gebaut habe. Lasst gerne ein Like und Abo da.